Die Mona Lisa. Verzaubernd, verführerisch und weltberühmt. Für Millionen Menschen ist sie das ultimative Kunstwerk. Sie wird ohne Unterlass fotografiert und bewundert. Doch hinter ihrem mysteriösen Lächeln bleibt sie ein Rätsel. Wer war sie? Warum wurde sie gemalt? Und wie wurde sie zum berühmtesten Gemälde der Welt? Nach 500 Jahren im Rampenlicht gibt sie endlich ihre Geheimnisse preis. Jahrhundertealte Dokumente enthüllen lang vergessene Wahrheiten. Großartig, da kriege ich eine Gänsehaut. Modernste Technik führt uns unter die Oberfläche des Gemäldes und hilft uns, erstaunliche neue Hinweise zu entschlüsseln. Unglaublich! Eine ziemlich große Entdeckung, oder? Oh ja. Meine Recherche, die erste komplette forensische Überprüfung der neuesten Entdeckungen, führt mich um die ganze Welt, auf der Jagd nach der Wahrheit über Leonardo da Vincis Meisterwerk, mit exklusivem Zutritt und einigen außergewöhnlichen Begegnungen. Als ich hereinkam, wäre ich vor Schreck fast rückwärts wieder raus. Diese Enthüllungen werden alles ändern, was wir über das rätselhafteste Kunstwerk der Geschichte zu wissen glaubten. Toll, wir haben eine neue Entdeckung gemacht. Und die Geheimnisse der Mona Lisa entschlüsseln. Zusammengenommen markiert all das einen außergewöhnlichen Moment in der Kunstgeschichte. Aber es ist auch eine der größten Geschichten des Jahrhunderts. Vor 500 Jahren malte ein Mann eine Frau. Der Mann war Leonardo da Vinci, Künstler, Erfinder, Genie. Und das Ergebnis seiner Arbeit war das rätselhafte Porträt, das wir heute als Mona Lisa kennen. Ein Meisterwerk und eine der wenigen Arbeiten, die er zu Ende brachte. Warum fasziniert uns die Mona Lisa so? Sie ist keine berühmte Monarchin oder legendäre historische Figur. Wir wissen nur sehr wenig über sie. Was ist es, was an diesem Bild seit Jahrhunderten die Fantasie der Menschen anregt? Die Mona Lisa ist das Werk, in das Leonardo alles einfließen ließ, was er über die Menschheit und die Welt, die uns umgibt, mit ihrem endlosen Spiel aus Licht und Schatten wusste. Doch in ihm steckt auch ein Rätsel, das uns geradezu ins Auge springt. Wer ist die Frau mit dem unergründlichen Lächeln? Diese Frage hat zu allen möglichen Spekulationen geführt, zu genialen, aber auch zu verrückten. Sie sei eine Schwangere, eine Prostituierte oder gar ein Mann in Frauenkleidern. Doch jenseits dieser Theorien lassen sich durchaus Hinweise auf ihre wahre Identität finden. Florenz im Jahr 1500. Nach vielen Jahren in der Fremde ist Leonardo da Vinci in die Stadt seiner Jugend zurückgekehrt. Er will an den ehrgeizigen Militärprojekten mächtiger Männer arbeiten und behauptet, er sei zu beschäftigt, um Porträts reicher Adliger zu malen, die nach ihm verlangen. Doch laut eines Schriftstellers findet Leonardo irgendwie doch die Zeit für ein Porträt, nicht von einer Adeligen, sondern von einer bescheidenen Kaufmannsfrau namens Lisa. Hier begann Leonardo da Vinci mit der Arbeit an dem berühmtesten Gemälde der Welt. Und hier produzierte Giorgio Vasari, der Erfinder des Begriffs Renaissance, der Autor des ersten Buches über die Renaissance, Beweisstück A im Fall der Mona Lisa, die allererste Beschreibung des Gemäldes. Wer war sie? Sie war die Frau von Francesco del Giocondo, einem reichen Kaufmann. Er beauftragte Leonardo mit ihrem Porträt und dieser lieferte ein Bild, laut Vasari, auf so wundersame Weise lebensecht, dass es nicht wie gemalt, sondern wie Fleisch und Blut erschien.
Er schreibt weiter, dass Leonardo die Melancholie vermeiden wollte, die so viele andere Porträts bestimmt. Deshalb musste immer jemand zugegen sein, der sang, spielte und Scherze trieb, damit sie fröhlich blieb. Da haben wir es. Es ist die Frau von Francesco del Giocondo, die lächelt, weil der Künstler Leute angeheuert hat, um sie zu unterhalten. Ein klarer Fall, oder vielleicht doch nicht? Wie können wir sicher sein, dass Vasari recht hatte und dass Leonardo tatsächlich Lisa del Giocondo gemalt hat? Immerhin hat Vasari seinen Bericht 30 Jahre nach Leonardos Tod verfasst. Und obwohl er hier in Florenz Nachforschungen angestellt hat, gab er seine Quellen nie preis. Könnte es also nur eine mündliche Quelle sein? Eine ungenaue Legende der Einheimischen? Über Jahrhunderte gab es keine Möglichkeit, das zu beantworten. Doch dann tauchten plötzlich neue Beweise auf, aus einer ganz unerwarteten Quelle. 2006 entdeckte ein Wissenschaftler in der Universitätsbibliothek in Heidelberg das hier. Das ist eine Seite aus einer Ausgabe von Cicero, dem antiken römischen Autor. Ein Buch, das früher einmal einem Mann aus Florenz namens Agostino Vespucci gehörte. Darin finden sich nicht nur Ciceros Text, sondern auch Kommentare von Vespucci. Diese Passage hier ist entscheidend, denn darin behandelt Cicero Apelles, den antiken griechischen Künstler. Seine Bemerkungen regen Vespucci dazu an, sich seine eigenen Randnotizen zu machen. Was er schreibt, ähnelt einem Paukenschlag in der Geschichte der Leonardo-Studien. Er sagt Apelles. Ha! Er tat dasselbe wie Leonardo bei seinem Porträt von Lisa del Giocondo. Und das Beste ist, hier haben wir ein Datum. Oktober 1503. Vespucci schrieb das also fast unmittelbar, nachdem er das Porträt von Lisa del Giocondo in Leonardos Werkstatt gesehen haben musste. Das ist Gold wert und es zeigt, dass Vasari zumindest mit einer Sache recht hatte. Leonardo hat tatsächlich ein Porträt von Lisa del Giocondo gemalt. Da haben wir's, ein unabhängiges Zeugnis eines Mannes aus Florenz aus dem Jahr 1503, der vermutlich das noch feuchte Bild auf der Staffelei des Künstlers gesehen hatte. Doch das wirft eine neue Frage auf. Warum malte Leonardo Lisa, wo doch die Großen und Mächtigen ihn nicht zu einem Bild überreden konnten? Warum willigte er ein, diese unbekannte Frau zu malen? Ein Mann hat es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, vergessene Geheimnisse über Lisa aufzudecken. Giuseppe Palanti hat im Stadtarchiv neue Details entdeckt. Historischer Dynamit, angefangen bei dem Haus, in dem Lisa, die Tochter der Gherardinis, zur Welt kam. In dieser Straße wohnte die Mona Lisa? Ja, Lisa lebte in einer dunklen, engen Gasse von Florenz. Aus was für einer Familie kam sie? Die meisten Familien waren kleine Handwerker. Es waren kleine Arbeiter? Sie war also keine bedeutende Frau. Nein, Lisa wurde in einer ehemaligen Wollwerkstatt geboren, die in ein Wohnhaus umgewandelt worden war. Das vermittelt uns die Vorstellung einer Familie ohne große Reichtümer. Denn die Gherardini-Familie hatte nie ein eigenes Haus in Florenz. Kein eigenes Haus? Nein. Giuseppes Entdeckungen haben das Rätsel vergrößert. Wenn Lisa aus solch bescheidenen Verhältnissen stammte, warum war der bekanntermaßen wählerische Leonardo dann damit einverstanden, sie zu malen? Giuseppe glaubt, in einem anderen Teil der Stadt die Antwort gefunden zu haben. Wir sind hier, um uns das Haus anzusehen, in dem Lisa Francesco del Giocondo kennenlernte und auch heiratete. Dort ist es. Es ist auch aus einem anderen Grund wichtig, denn vor diesem Gebäude wohnte Ser Piero, Leonardos Vater. Moment, wie war das?
Lisa Gerardini wohnte hier, als Leonardo da Vincis Vater dort wohnte? Ja, vermutlich hat Leonardo seinen Vater zu Hause besucht. Und Leonardo da Vincis Familie lebte gegenüber von dem Haus, in dem Mona Lisa wohnte. Unglaublich. Es gibt noch eine weitere Verbindung. Francesco del Giocondo war ein Klient von Leonardos Vater Ser Piero, einem der wichtigsten und einflussreichsten Notare in Florenz. Francesco del Giocondo, der Kaufmann, war ein Klient von Leonardos Vater? Ja. Also das ist alles neu. Zum ersten Mal haben wir eine konkrete Verbindung zwischen Leonardo und Lisa. Wir wissen, dass sie nicht nur Nachbarn waren. Ihre Familien machten auch Geschäfte miteinander. Und es kommt noch mehr. Giuseppe erzählt mir, dass Francesco laut damaligem Strafregister einen gewissen Ruf hatte. Er wird als Garoso, als Aufschneider, beschrieben. Er war nicht nur ein aufsteigender Kaufmann, sondern auch aggressiv beim Abschließen von Geschäften und schreckte vor nichts zurück, um seinen Willen zu bekommen. Vielleicht ist das der wahre Grund dafür, dass Leonardo bereit war, seine Frau zu malen. Vielleicht machte Francesco ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. In der Pfarrkirche von San Lorenzo findet sich ein weiteres wichtiges Beweisstück. Etwas, das durch das Netz der Geschichte geschlüpft war, bis Giuseppe es vor wenigen Jahren entdeckte. Die Aufzeichnung von Mona Lisas Tod. Großartig. Die Handschrift ist nicht einfach zu entziffern, weil die Einträge in diesen Büchern nicht von Notaren wie Leonardos Vater gemacht wurden, sondern von den Priestern der Kirche. Aber ich glaube, ich habe sie gefunden. Hier ist sie. Großartig. Da kriege ich eine Gänsehaut. Lisa, Donna, Fudi, Francesco del Giocondo. So, Lisa. Lisa, die Frau von Francesco del Giocondo. Mori. Starb am 15. Juli 1542. 1542. Was ich daran so toll finde, ist, dass dies wahr ist. Was könnte wahrer sein als die Aufzeichnung von jemandes Tod? Sie war eine reale Person. Hier ist noch ein Satz, den mein Freund Palanti nicht erwähnt hat. Hier steht, sie wurde in St. Ursula begraben. Das hat er mir erzählt, aber er hat nicht den letzten Satz erwähnt. Tolce tutto il capito. Vier Worte. Sie nahm den ganzen Capito mit sich. Das bedeutet, ihrem Leichnam folgte die gesamte Kirche von San Lorenzo. Das beschwört eine sehr prachtvolle Beerdigung herauf. Für diesen kurzen Moment im Juli 1542 war sie eine sehr wichtige Person im Leben der Stadt. Jeder damalige Einwohner von Florenz wusste, dass Mona Lisa verstorben war. Ein spektakuläres Begräbnis. Dutzende von Kanonen, Geistlichen und Priestern. Der ganze Clan der Del Giocondos ging hinter Lisas Sarg her. Francesco war 5 Jahre zuvor verstorben, aber er hatte in seinem Testament darauf geachtet, Vorsorge für den Prunk und die Feierlichkeit zu treffen und sie als seine geliebte, treue Ehefrau beschrieben. Lisa del Giocondo wurde in dem heute zerstörten Kloster St. Ursula beigesetzt. Weiter können wir ihr nicht folgen, aber wir haben viel erfahren. Es ist sicher, dass Leonardo Lisa kannte und sicher, dass er ihr Porträt malte. Doch auch wenn ein Rätsel gelöst wurde, gibt es noch immer ein weiteres Mysterium, das geklärt werden muss. Wie können wir sicher sein, dass Leonardos Porträt von Lisa und das Porträt im Louvre ein und dasselbe sind? Was sind also die Fakten?
Laut Vasari malte Leonardo die lächelnde Lisa in Florenz. Vespuccis Randnotiz bestätigt, dass dies 1503 geschah. Das Bild im Louvre zeigt eine lächelnde Frau. So weit, so gut. Doch andere Dinge ergeben keinen Sinn. Vasari beschreibt Augenbrauen, doch das Porträt im Louvre hat keine Augenbrauen. Vasari erzählt uns, Leonardo habe Lisa für Francesco del Giocondo gemalt. Doch das Bild, das wir heute Mona Lisa nennen, befand sich nie im Besitz von Francesco. Leonardo besaß es noch, als er starb. Am meisten beunruhigt mich der Augenzeugenbericht eines Mannes namens Antonio de Beatis. Ihm wurde das Bild, das heute im Louvre hängt, von Leonardo selbst am Ende seines Lebens gezeigt. Leonardo sagte, er sei nicht von Francesco del Giocondo gebeten worden, dieses Porträt zu malen, sondern von jemand ganz anderem. Von einem reichen Förderer, von Giuliano de Medici. Es ergibt einfach keinen Sinn. Es scheint fast, als handele es sich um verschiedene Gemälde. Ich frage mich langsam, ob es nicht sein könnte, dass Leonardo tatsächlich zwei Versionen desselben Gemäldes zu unterschiedlichen Zeitpunkten malte. Vielleicht hat er sein Porträt der Mona Lisa hier in Florenz doch fertiggestellt und es Francesco del Giocondo übergeben. Und das Porträt der Mona Lisa in Paris ist eine zweite Version. Könnte es sein, dass es mehr als eine Mona Lisa gibt? Diese Idee ist nicht so seltsam, wie Sie vielleicht denken. Leonardo hat regelmäßig ein und dasselbe Thema wieder aufgegriffen. Ich bin nach Singapur geflogen, um zum ersten Mal ein Bild zu sehen, das Leonardos erste Version des Gemäldes sein könnte. Es gehört einem anonymen Konsortium aus Geschäftsleuten und es ist zurzeit tief im Inneren eines hochmodernen Hochsicherheitslagers eingeschlossen. Das hier könnte also die erste Mona Lisa sein? Ich bin 11.000 Kilometer geflogen, um dich zu sehen. Potzblitz. Der Hintergrund ist ziemlich roh gearbeitet, könnten wir sagen. Aber das Gesicht, das ist schon etwas Besonderes. Sie ist jünger, sie lächelt. Ich halte erste Eindrücke für sehr wichtig. Und als ich reinkam, wäre ich vor Schreck fast rückwärts wieder raus. Meiner Meinung nach ist es zu gut für einen Schüler Leonardos. Es ist sehr gefährlich zu sagen, das wurde definitiv von Leonardo gemalt. Das kann ich nicht sagen, aber ich denke, es liegt nicht außerhalb des Möglichen, dass dies das Bild ist, das Francesco del Giocondo mitnahm, worauf Leonardo ein weiteres Bild malte, basierend auf der Erinnerung an dieses Gemälde. Und das ist die Mona Lisa im Louvre, die wir kennen. Das Lächeln ist sehr reizend, nicht wahr? Sehr reizend. Diese Version der Mona Lisa geriet 1914 erstmals in die Schlagzeilen. Der britische Kunsthändler Hugh Blaker hatte sie aus einer privaten Familiensammlung gekauft und war überzeugt, über einen frühen Leonardo gestolpert zu sein. Er bewahrte sie in seinem Atelier in Isleworth auf. So wurde sie als Isleworth Mona Lisa bekannt. Was für sie spricht, ist ihre Ähnlichkeit zu dieser Bleistiftkopie der Mona Lisa, die 1504 von Leonardos Zeitgenossen Raphael in Florenz angefertigt wurde. Es scheint, als zeige sie das Gemälde in seinem ursprünglichen Zustand.
Doch auch noch 100 Jahre später, nach Befürwortern, Kritikern und mehreren Besitzern, gehen die Meinungen über das Aylworth-Gemälde noch immer auseinander. Jean-Pierre Isbouts ist davon überzeugt, dass Leonardo zwei Mona Lisas gemalt hat. Er war von dem Aylworth-Porträt so beeindruckt, dass er darüber ein Buch geschrieben hat. Warum glauben Sie, dass das Aylworth-Bild tatsächlich 1503 gemalt wurde? Was spricht dagegen, dass es 1553 gemalt wurde? Ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, aber für mich versucht eine Kopie, das Original zu imitieren. Das hier ist keine Kopie. Es gibt sehr vieles in dieser Aylworth-Version, was in der Louvre-Version nicht vorhanden ist. Nehmen wir einmal die Säulen. Das Porträt wird von zwei stabilen dorischen Säulen eingerahmt. Warum wissen wir, dass diese Säulen schon 1503 existierten und nicht erst später? Wegen Raphael. Er fertigt eine Zeichnung an und was sehen wir dort auf beiden Seiten? Die Säulen, die in der Aylworth-Version auftauchen, aber nicht in der Louvre-Version. Oder sprechen wir über den Bericht von de Beatis, dem Sekretär von Kardinal d'Aragona, der Leonardo 1516 besuchte. Der äußerst verwirrend ist. Das ist er. Doch damit haben wir einen Augenzeugenbericht. Sie stehen mit Leonardo im Raum und er sagt, ja, das wurde auf Bitte von Giuliano de Medici angefertigt. Auf Veranlassung, Instigation. So ist es. Ich denke, damit hat er Giuliano Anerkennung gezollt. Giuliano hat Leonardo aus der Klemme geholfen, als dieser keinen Mentor und kein Geld hatte. Dank Giulianos Gönnerschaft durch seine finanzielle Unterstützung fand Leonardo die Zeit, diese neue Meditation zu schaffen, wenn Sie so wollen, die Louvre-Version. Sie haben also zwei verschiedene Erklärungen. Andererseits haben wir ja auch zwei verschiedene Bilder. Ganz genau. Jean-Pierre ist überzeugt, dass dies Leonardos erste Mona Lisa für den Ehemann Francesco sein könnte. Doch warum sollte sie dann unvollendet sein? Nun, wir wissen, dass Leonardo langsam arbeitete und Francesco ungeduldig war. Also entriss er ihm das Gemälde vielleicht, sobald das Gesicht seiner geliebten Lisa fertig war. Eine ganze Reihe wissenschaftlicher Tests wurde an diesem betörenden Bild vorgenommen. Die Leinwand wurde mit der Radiokarbon-Methode auf die richtige Zeit datiert. Mehrere winzige Farbproben stimmen mit den Farben überein, die Leonardo verwendete. Untersuchungen mit Röntgenstrahlen, Infrarot- und UV-Licht haben nichts ergeben, was die Hypothese widerlegt, es handele sich dabei um eine frühe Mona Lisa. Doch irgendetwas beunruhigt mich immer noch. Ich würde nur zu gerne glauben, dass das Gesicht, das so weich aus der Dunkelheit hervortritt, wirklich die junge Mona Lisa ist. Das würde ich wirklich nur zu gerne glauben. Aber im Moment klingt das für mich ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Es beunruhigt mich. Wenn ich mir die Grafik mit den Stellen ansehe, an denen sie die Farbproben genommen haben, sehe ich, dass sie sie überall genommen haben, außer in dem betörenden Gesicht, dem verlockendsten Teil des gesamten Bildes, dem Teil, der einen dazu bringt, zu sagen, ja, das könnte die junge Mona Lisa sein. Ich frage mich, ob es nicht sein könnte, dass ein sehr geschickter, sorgfältiger Restaurator dieses Gesicht hervorgebracht hat. Dass er den Geist oder den Hauch einer möglichen Mona Lisa-Kopie in etwas verwandelt hat, das dem modernen Auge viel verlockender scheint. Ich mag mich irren. Vielleicht hat Leonardo ja tatsächlich 1503 dieses Gesicht gemalt, während Lisa vor ihm saß. Doch bis auch das Gesicht getestet wird, bleibt ein Zweifel. Und mir sieht sie ein bisschen zu sehr nach 20. Jahrhundert aus. Dennoch bin ich immer noch überzeugt, dass Leonardo zwei Mona Lisas gemalt hat. Wenn das Aylworth-Gemälde nicht die frühere Version ist, dann ist sie entweder verloren oder immer noch irgendwo da draußen. Und ob Sie es glauben oder nicht, es gibt eine neue Spur. Den Bericht über die Entdeckung einer weiteren Mona Lisa in St. Petersburg in Russland.
Dies ist nun ein echter Sprung ins Ungewisse. Uns wurde lediglich gesagt, dass ein reicher russischer Kunstsammler, dessen Identität geheim sei, kürzlich ein Gemälde erworben habe, das die fehlende Verbindung zur Lösung des Rätsels sein könnte. Wir wissen noch nicht, wo es sich befindet. Doch im letzten Moment bekommen wir eine Adresse. Ein Ort mit einer fragwürdigen Geschichte. Sehr seltsam. Dieses Gebäude wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Dieser Raum ist die Nachbildung einer alten russischen Jagdhütte. Er hat überlebt, weil der KGB ihn während der Zeit des Kommunismus zu seinem Hauptquartier machte. Hier ist sie. Also, was ist das? Alles, was ich über dieses Bild weiß, ist, dass es ein russischer Kunstsammler von einer sehr alten und angesehenen amerikanischen Familie gekauft hat, die es seit dem Ende des 18. Jahrhunderts besaß und das es seither kaum gesehen wurde. Und wie ist der Zustand dieses Bildes? Es ist kleiner. Die Säulen sind weiter ausgeführt als in der Version im Louvre. Da haben Sie mich schon gekriegt. Ich sage, die Version im Louvre. Ich meine, die Mona Lisa im Louvre. Sie ist rätselhaft. Sie ist abwesend. Sie ist distanziert. Ist sie eine Kopie? Ich bin nicht sicher. Dieses Bild sieht dem Bild im Louvre verlockend ähnlich. Sehr viele Details sind gleich. Aber ist dies Leonardos verlorene, frühere Version? Wie das Eilworth-Bild wurde auch dieses Gemälde wissenschaftlich untersucht von Dr. Chiara Matteucci von der Universität von Bologna, die nach Russland geflogen ist, um ihre Ergebnisse mit uns zu teilen. Gehen wir es einmal wissenschaftlich an, angefangen bei der Leinwand. Das ist die Radiokarbon-Datierung der Leinwand? Ja. Sie zeigt, dass die Leinwand zu 95,4% aus der Zeit zwischen 1490 und 1670 stammt. Sie könnte also echt sein. Ja. Okay. Tatsächlich ist die Leinwand nicht unbedingt das, was uns am meisten über das vermutliche Entstehungsdatum verrät, sondern die Grundierung. Auf der Leinwand findet sich eine Schicht aus roter Farbe. Rot? Rot. Das ist die Grundierung? Das ist sehr deutlich. Aber soweit ich weiß, arbeitete Leonardo da Vinci auf einer für die italienische Renaissance klassischen weißen Grundierung, oder nicht? So ist es. Die rote Grundierung, die allererste Farbschicht, scheint also gegen eine Zuschreibung des Werkes zu Leonardo zu sprechen. Doch es ist Chiaras nächste Entdeckung, die schwerwiegende Folgen hat. Eine Chemikalie, die erst nach 1600 verwendet wurde. Es ist auch hochinteressant, dass wir darin Sulfat gefunden haben. Bariumsulfat, das auf eine ganz bestimmte Periode hinweist. Zwischen 1620 und 1680 war die Verwendung von Baryt in der Grundierung in Frankreich sehr verbreitet. Nur in Frankreich? Wir haben hier also einen chemischen Beweis? Ja. In der Gegend um Paris hatte zu dieser Zeit ein Verkäufer von Farbpigmenten eine ganz bestimmte Mischung zusammengestellt.
und zu deren Hauptbestandteilen gehörte Baryt. Ich glaube, Chiara hat alles erforscht. Mit Hilfe des Baryts können wir diese Leinwand auf die Zeit zwischen 1620 und 1680 datieren. Und vermutlich entstand das Bild in Paris, wo alle Maler mit dieser Grundierung arbeiteten. Je mehr ich mit Ihnen spreche, habe ich das Gefühl, dass wir zwar Italienisch sprechen, dass ich aber mit dieser Dame Französisch sprechen sollte. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Mona Lisa. Sie sind eindeutig Französin. Diese Mona Lisa stammt also nicht von Leonardo. Sie ist eine französische Kopie aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Tatsächlich gibt es Dutzende Kopien. Das ist ein echtes Problem, wenn wir glauben. Und angesichts der widersprüchlichen Beweise müssen wir das meiner Meinung nach, dass Leonardo zwei Mona Lisas gemalt hat. Wonach wir also suchen, ist Leonardos Bild der jungen Lisa, das Vasari beschrieben und Raphael gezeichnet hat. Es muss älter sein als das berühmte Bild im Louvre. Wo könnte es also sein? Ich glaube immer noch, dass ich diesem Mysterium auf den Grund gehen kann, denn es gibt noch eine heiße Spur, der ich noch nicht gefolgt bin. Ein weiteres Ziel: Paris. Ein Wissenschaftler, der zum Kunstdetektiv wurde, behauptet, endlich die Unstimmigkeiten erklären zu können. Er glaubt, die Geheimnisse der Mona Lisa versteckten sich nicht in anderen Versionen des Porträts, sondern in der Mona Lisa selbst. Und er sagt, er könne das beweisen. Pascal. Willkommen. Pascal Cotte ist einer der weltweit führenden Experten für die Analyse von Gemälden. Er ist ein Mann nach Leonardos Vorbild, ein autodidaktischer Physiker, der geniale Erfinder einer neuen Technik, mit deren Hilfe die Geheimnisse von Gemälden von Rubens, Rembrandt, Picasso und vielen weiteren aufgedeckt wurden. Seine Arbeit an einem anderen Gemälde von Leonardo, der Dame mit dem Hermelin, offenbarte frühere Versionen der Komposition, die unter der Oberfläche verborgen waren, und schrieb die Kunstgeschichte neu. Doch seine große Obsession ist die Mona Lisa, die als originalgetreue Reproduktion hier in seinem Studio hängt. Im Jahr 2004 wurde Pascal vom Louvre dazu eingeladen, das Gemälde zu scannen. Er sollte die Originalfarben des Bildes unter den Verfärbungen der Zeit identifizieren. Doch Pascals Technik enthüllte auch, dass unterhalb der Oberfläche sehr viel mehr passierte. In den letzten 10 Jahren hat er im Geheimen daran gearbeitet, diese Entdeckungen zu entschlüsseln und ist jetzt bereit, sie zu teilen. Unser Ziel ist es, die Farbschichten einzeln abzuschälen, wie bei einer Zwiebel, und die Chronologie der Entstehung des Gemäldes zu rekonstruieren. Ist das eine neue? Ja, das ist eine völlig neue Technik. Pascals Geheimwaffe ist seine innovative Multispektralkamera, eine Erfindung, die Leonardos würdig ist. 13 verschiedene Wellenlängen werden auf das Bild gerichtet. Jede von ihnen durchdringt die Farboberfläche bis zu einer anderen Tiefe. Die Kamera fängt die Reflexionen ein und erzeugt dabei mehr als 3 Milliarden Datenbits und tausende Bilder. Indem er jedes einzelne Bild, das in Schwarz-Weiß dargestellt wird, analysiert, kann Pascal die Geheimnisse eines Gemäldes Schicht um Schicht enthüllen. Seine erste Entdeckung an der Mona Lisa ist tief im Gemälde vergraben. Wir haben entdeckt, dass der Kopf größer war. Sie sehen den Schatten eines größeren Kopfes. Sie sehen auch, dass die Nase hier doppelt ist. Wow. Sie hatte also einst einen größeren Kopf? Und ich habe diese größere Hand entdeckt. Wow.
Pascal hat mehrere zuvor unbekannte Details zusammengesetzt, die unter dem Louvre-Porträt, wie es uns bekannt ist, liegen. Sie sind hier rot markiert und scheinen Elemente eines größeren, ersten Porträts zu sein, das über das Entwurfsstadium nie hinauskam. Doch das ist erst der Anfang von Pascals Entdeckungen. Wir machen jetzt mit einer anderen Schicht weiter. Ah, da haben wir es. Was um alles in der Welt ist das? Was ist das? Eine Haarnadel. Wie diese hier. Etwas in der Art. Sie haben also mit Ihrer kleinen magischen Lichtkamera eine fehlende Haarnadel gefunden? Jetzt, wo Sie wissen, dass da eine Haarnadel ist, können Sie sie auch sehen. Weil Sie es wissen. Ja, genau. Faszinierend. Aber es geht noch weiter. Um den Kopf herum können Sie 12 Haarnadeln entdecken. Die Haarnadeln mit Perlen ergeben keinen Sinn auf dem ersten großen Porträt. Doch Pascal hat noch etwas gefunden, das anscheinend mit ihnen zusammenhängt. Winzige Reihen von Punkten, die als Spolveri bekannt sind. Sie deuten auf einen aufwendigen Kopfschmuck hin, der, soweit wir wissen, ausschließlich auf den Köpfen von Heiligen oder Madonnen gezeigt wurde. Es ist die Darstellung eines Kopfschmucks, der gar nichts mit Mona Lisa zu tun hat. Er hat nichts mit Mona Lisa zu tun? Nichts. Die Spolveri, die in der Mona Lisa versteckt sind, wurden noch nie gesehen. Sie sind ein handfester Beweis für die Art und Weise, wie Leonardo ein Bild entwarf. Er fing mit einer Vorzeichnung an. Er zeichnete die Linien mit einer Spitze auf Pauspapier und übertrug diese Umrisse dann mit Kohlenstaub auf das Holz. Doch was wurde aus dem Kopfschmuck? Pascals nächster Beweis legt nahe, dass er absichtlich entfernt wurde. Dann habe ich diese Schraffierung entdeckt. Sehen Sie? Das ist eine weitere Schicht Ihrer Zwiebel. Das war Leonardo mit seinem Radiergummi. Ja, Sie sehen, es unterscheidet sich stark von den Rissen. Es ist keine Krakelüre, kein Riss, nein. Damit soll eindeutig das ausgestrichen werden, was darunter liegt. Das ist sehr wichtig, weil es erklärt, wie Leonardo von einem Stadium zum nächsten übergeht. Pascals Scans sind wichtige Beweise für Leonardos Arbeitsweise, ein Gemälde Stufe um Stufe aufzubauen. Über den Kratzern legt Pascal den ersten Hinweis auf eine weitere Schicht frei. Den geisterhaften Abdruck eines Gesichts, quasi Leonardos Version des Turiner Grabtuchs. Ist das noch ein Kopf? Ja. Wie viele Köpfe haben wir bisher? Das ist Nummer 3. Der große Kopf, der mit den Perlen, und dann ist da noch ein Kopf. Ja. Jetzt zu den Augen. Das ist ein wundervoller Hinweis. Ich habe 2 Kreuze entdeckt, genau hier. Das ist außergewöhnlich. Und diese Kreuze passen nicht zu Mona Lisas Blick. Nein. Die Kreuze markieren eindeutig ein anderes Pupillenpaar, das in eine andere Richtung blickt. Das Gesicht hinter Mona Lisa ist um 14 Grad nach rechts gedreht. Hier sitzt sie und blickt hier hin, aber sie sollte eigentlich dorthin blicken, eher so. Ja, auch die Augenbrauen. Kann ich das einmal sehen? Das ist ein wichtiger Punkt, weil Vasari ausdrücklich sagt, dass die Augenbrauen wunderschön gemalt seien. Genau. Und die Mona Lisa hat, wie wir sehen, keine Augenbrauen. Sie haben also herausgefunden... Sie können sie sehen, hier. Da sind also die Augenbrauen. Und hier haben wir einen weiteren Mund. Sehen Sie sich den an. Der hat nichts zu tun mit der Mona Lisa. Verblüffend. Sie lächelt kaum. Sehen Sie? Weil sie den Kopf leicht nach links dreht, ist der Mund etwas kleiner. Ziemlich viel kleiner.
Ja. Pascal, Sie haben also ein komplettes Gesicht gefunden? Ja. In der Mona Lisa? Ja. Wow. Eine ziemlich große Entdeckung, oder? Oh ja. Oh ja. Pascals Arbeit hat zum ersten Mal nach 500 Jahren ein detailliertes, früheres Porträt von Leonardo da Vinci enthüllt. Es hat dieselbe Größe wie das Gesicht, das wir heute sehen, ist aber um 14 Grad gedreht. Es gibt eindeutige Hinweise auf eine andere Frisur mit zurückgekämmten Haaren. Aufwendige Knoten am oberen Rand eines früheren Ärmels sind deutlich sichtbar. Es gibt sogar die Andeutung einer Decke, die sie einst im Schoß hielt. Ist dies das Porträt von Lisa, nach dem ich gesucht habe? Während meiner Reise kam es mir vor, als würden wir über zwei verschiedene Bilder reden. Und Sie sagen mir, dass es tatsächlich zwei Mona Lisas gibt, die sich jedoch zufällig auf demselben Stück Holz befinden. Ja. Das ist also sicher Lisa del Giocondo. Natürlich. Francescos Frau. Das sehe ich auch so. Dies ist ein echtes Porträt von Frau Lisa Gherardini. Pascals bahnbrechende Arbeit markiert einen außergewöhnlichen Moment in der Geschichte der Kunst, indem er alle Details kombinierte und dann die Daten entschlüsselte, um die Originalpigmente zu identifizieren, die Leonardo verwendete, konnte Pascal ein digitales Foto des Gemäldes erstellen. Es passt perfekt zu den historischen Berichten. Doch wenn dieses Computerbild das Originalporträt von Mona Lisa zeigt, hat ihr Ehemann dieses Porträt nie erhalten. Stattdessen übermalte Leonardo es mit dem bekanntesten Bild der Welt. Es gab also die ganze Zeit zwei Mona Lisas. Aber welchen Reim können wir uns auf diese Entdeckung machen? Und was sollen wir nun von Leonardos Meisterstück halten? Auf der Suche nach dem letzten Puzzleteil treffe ich eine Frau, die Jahre damit verbracht hat, die Szenerie jenes Tages im Jahr 1503 zu rekonstruieren, an dem Leonardo mit dem Malen von Lisa begann. Elisabetta Niniera ist eine führende Expertin für die Frisuren und Kostüme der Renaissance und lehnt sich in ihrer Arbeit eng an Pascals Erkenntnisse an. Jede Mode der Renaissance kann präzise verortet werden, zum Beispiel im Rom des Jahres 1512 oder im Florenz des Jahres 1513. Indem sie die Kostüme nachbildet, die Pascal im Gemälde unter dem Gemälde entdeckt hat, kann Elisabetta es sehr genau verorten und datieren. Ihre Ergebnisse sind eine Offenbarung. Sehen wir uns die Moden an, die in diesen anderen zeitgenössischen Porträts dargestellt sind. Diese Dame passt perfekt zum historischen Bild einer reichen Florentiner Dame im frühen 16. Jahrhundert. Ich kann keine Unstimmigkeiten erkennen. Das muss also Lisa del Giocondo sein, so wie Raphael sie malte. Ja, das kommt der Zeichnung von Raphael am nächsten. Es ist wie ein Polaroid. Wie ein Polaroid? Ja. Raphael hatte Leonardos Porträt von Lisa tatsächlich gesehen, als er 1504 diese Kopie zeichnete. Abgesehen von einem kleinen Unterschied, dem Schleier über dem Mieder, ist sie identisch mit Elisabettas Rekonstruktion und mit Pascals Foto. Überzeugende Beweise, dass Pascal tatsächlich die erste Version gefunden hat, Leonardos ursprüngliche Lisa, die sich unter dem fertigen Werk versteckt. Doch was ist mit dem Bild, das wir heute sehen? Wenn Sie sich die Mona Lisa heute ansehen, so wie sie im Louvre hängt, was sehen Sie dann in Bezug auf das Kostüm?
Für mich ist sie keine reale Person, weil viele Details nicht stimmen. Können Sie mir ein Beispiel geben? Das lange Haar, das auf der Schulter liegt, wäre unvorstellbar gewesen, außer die Dargestellte war von hohem Rang oder bereits verstorben. Was ist mit dieser Art Schärpe über ihrer Schulter? Der gedrehten. Genau. Ja, das ist das interessanteste Element in der Gioconda im Louvre. Denn in der klassisch-griechisch-römischen Kunst stand dieses Detail, der Stoff über einer Schulter, für die Venus und für Tugenden wie Reinheit, Keuschheit und Treue. Dieses schöne Stück Stoff, das den Schwung des Flusses und der Landschaft im Hintergrund weiterführt, hätte eine echte Frau also nicht getragen? Auf keinen Fall. Es ist eher das Merkmal einer Göttin. Ja. Das Gemälde im Louvre zeigt also eine idealisierte Frau. Vielleicht ist es ein posthumes Porträt. Wenn das so ist, kann sie gar nicht Mona Lisa sein. Der Mona Lisa überlebte Leonardo. Für Elisabetta ist jetzt der Moment der Wahrheit gekommen. Die Ergebnisse von jahrelanger Forschung und harter Arbeit kommen endlich zusammen. Und wir können endlich sehen, wie Lisa del Giocondo, die Original-Mona Lisa, ausgesehen haben könnte. Elisabetta, du hast also die Ärmel nachgenäht, die Pascal entdeckt hat. Ja. Und du hast diese Linie nachempfunden. Genau. Es war ein aufwendiger Prozess, doch er führt zu authentischen Einblicken in Leonardos obsessives Verhältnis zu diesem Gemälde. Der Schlüssel liegt in den Farben, die exakt Pascals Berechnungen angepasst wurden. Bei dem Kleid für das Mieder hat er ein grünlich-graues Pigment entdeckt. Und wir wissen, wie Leonardo die Farbe der Ärmel genannt hätte. Sie heißt Leonato, die Farbe des Löwenfells. Leonato. Das wusste ich gar nicht. Aber weißt du, was ich denke? Wo du das sagst, denke ich, dass dies typisch ist für Leonardo. Er hat seine Bilder ja nicht signiert, aber das ist seine Art der Signatur. Er liebte Wortspiele. Ganz genau. Das ist großartig. Die Farbe heißt Leonato und das Knüpfmuster Vinci. Ja. Leonardo da Vinci. Das kann wirklich sein. Es ist ernst gemeint. Ich stimme dir absolut zu. Du stimmst mir zu? Oh ja. Mir würde eine versteckte Signatur eine quälende Frage beantworten. Warum hat er die erste Version nicht vollendet und Francesco übergeben? Seinen Namen in ihr Mieder zu knüpfen, ist eine Art Besitzergreifung, als ob Leonardo gewusst hätte, dass dieses Bild immer dazu bestimmt war, mehr als ein Porträt zu sein, das nur ihm allein gehört. Bei 1, 2, 3, wenn ich 3 sage, sieh mich an. 1, 2, 3. Unsere Recherche hat zum ersten Mal gezeigt, wie Leonardos verstecktes früheres Porträt ausgesehen haben könnte. Das Porträt, das sicher die Frau des Florentiner Kaufmanns zeigt, Lisa del Giocondo. Wir haben eine Lösung für die historischen Widersprüche gefunden, die Experten lange vor Rätsel gestellt haben. Und es scheint, als hätten wir herausgefunden, dass das Porträt im Louvre gar nicht die Mona Lisa ist. Es bleibt also die große Preisfrage, wer ist sie? Das eine Beweisstück, das immer noch herausragt, ist der Augenzeugenbericht von De Beatis, der von Leonardo selbst erfahren hatte, dass die Frau, die wir heute sehen, auf Geheiß von Giuliano de Medici gemalt wurde. Wer hat also die Mona Lisa in Leonardos Gemälde ersetzt? Hat Giuliano ein posthumes Porträt in Auftrag gegeben? Vielleicht von einer verlorenen Liebe, die wie eine Göttin idealisiert werden sollte? Für mich gibt es da nur eine Kandidatin. Eine Frau, mit der Giuliano eine kurze leidenschaftliche Affäre hatte. Eine Frau, die unter tragischen Umständen bei der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes starb.
eines kleinen Jungen, der immer noch nach ihr rief, als Giuliano das Bild in Auftrag gab. Ihr Name war Pacifica Brandano. Könnte sie das sein? Es ist eine romantische Vorstellung. Doch so wie Leonardo das Bild nie an Francesco übergab, hat er es auch nie Giuliano überlassen. Stattdessen behielt er das Bild der Frau, das er chiffriert signiert hatte, und machte es sich umso mehr zu eigen. Am Leonardos Lebensende wurde die Mona Lisa, dieses gestaltwandelnde Bild, das als Porträt einer bestimmten Frau begann und sich dann in das einer anderen verwandelte, erneut zu etwas anderem. Nämlich zu einem Kunstwerk, das über die Porträtmalerei hinausreichte und all sein Wissen, seine Philosophie zum Ausdruck brachte. Das Gemälde ist ein schimmerndes Mosaik, in dem Leonardo alles, was er über die Natur und die menschliche Natur wusste, zusammensetzte. Und ich denke, der Schlüssel dazu liegt in dem berühmten Lächeln. Es ist Leonardos Art, uns zu sagen, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen, den gewaltigen Kosmos, der uns umgibt, zu verstehen, so ist es am Ende doch unser Schicksal, so schnell durchs Leben zu gleiten wie das Lächeln, das über ein menschliches Gesicht huscht. Die Mona Lisa ist also am Ende gar nicht die Mona Lisa, sondern etwas viel Größeres. Ein Gemälde des Lebens, so wie es Leonardo sah, seine Art, uns alle zu malen.